Sieht für dich so der durchschnittliche US-Amerikaner aus? Wir fette Wampe. Aber vielleicht, liebe Zuschauer, haben wir uns da ein wenig geirrt. Also schauen wir uns das Land der unbegrenzten Möglichkeiten nochmal genauer an. Top 10 heute. 10 USA-Vorurteile. Wir starten gleich mal mit Vorurteil Nummer 10. Alle Amerikaner sind fett. Auf der ganzen Welt haben die Amerikaner den Ruf, unter Übergewicht zu leiden. Schließlich kommen ja auch die meisten großen Fastfood-Ketten wie McDonald's und Burger King aus den USA. Auch ist da irgendwie überall zu viel Zucker drin, egal ob im Joghurt oder hier im Getränk. Und dann diese riesigen Pommes-Tüten. Ja, es ist kein Geheimnis, dass die Fettleibigkeitsrate recht hoch in den Staaten ist. 2012 befanden die Centers for Disease Control and Prevention, dass 38% aller US-Amerikaner zu schwer sind. Doch das bedeutet natürlich nicht, dass alle Amis zu fett sind. Auf der internationalen Liste der übergewichtigsten Länder sind sie nicht auf Platz 1. Das ist nämlich Ägypten. Hier wohnt mit 495 Kilo auch die schwerste Frau der Welt. Und 10% der Menschen hier trinken täglich 5 oder mehr Dosen Erfrischungsgetränke. Die USA ist auf der weltweiten Fettsack-Länderliste tatsächlich gerade mal auf Platz 18. Also alles nur ein fettes Vorurteil. Weiter zu 9. Jeder Amerikaner hat eine Waffe. Wenn man Hollywood-Filme sieht oder mal die Nachrichten schaut, dann könnte man den Eindruck bekommen, dass irgendwie jeder Ami eine Knarre hat und auch nicht zögert, sie zu benutzen. Doch die Gesamtzahl aller Waffenbesitzer geht sogar seit Mitte der 90er zurück. Und eine Studie von 2016 befand, dass fast die Hälfte aller Waffen gerade mal 3% der Bevölkerung gehört. Man schätzt, dass in den USA etwa 265 Millionen Waffen im Umlauf sind. So sind etwa 130 Millionen der Waffen in den Händen von Sammlern, die durchschnittlich 17 Exemplare besitzen. Das ist wirklich ziemlich krass und zeigt, dass man sich in den USA weiterhin über die Reglementierung von Waffen Gedanken machen sollte. Einige Berichte über Amokläufe lassen darüber hinaus schnell das Bild entstehen, dass so etwas in den USA an der Tagesordnung ist. Tatsächlich ist die Haupttodesursache in Verbindung mit Schusswaffen Selbstmord. Über 60% der Schusswaffentodesopfer sind Selbsttötungen. Vorurteil Nummer 8. Amerikaner reisen nicht. Es gab mal diese Statistik, dass unfassbar wenig Amerikaner einen Reisepass haben. Einige mögen sagen, es seien nur 10%, aber tatsächlich haben immerhin 45% aller US-Amerikaner einen Reisepass. In Deutschland benötigen auch nur etwa die Hälfte der Bürger einen Reisepass, in England sind es 80%. Doch viel interessanter ist, wie viele ihn auch wirklich benutzen. Laut einer Studie von 2006, in der es um die Gesamtzahl aller Reisen der Bürger eines Landes ins Ausland ging, belegten die USA sogar Platz 3. Auf Platz 1 ist tatsächlich Deutschland mit insgesamt 86,6 Millionen Auslandsreisen im Jahr. Und das, obwohl wir nur eine Bevölkerung von etwa 80 Millionen Menschen sind. Also einige waren gleich mehrmals unterwegs. Innerhalb der USA reisen die Amis auf jeden Fall lieber. Es muss also nicht gleich nach Italien gehen. Eine schöne Campingtour in den Yosemite Park tut's natürlich auch. Die Nummer 7. Amerika ist das Land der Christen. Die USA gelten gerne als Epizentrum christlicher Ideologien. Schließlich sagt auch der Präsident: God bless America! Doch in letzter Zeit zeigen Statistiken, dass immer mehr vom Glauben abfallen. Der Trend zum Atheismus zieht sich durchs ganze Land und alle Altersgruppen. Besonders aber junge Leute entfernen sich vom traditionellen Glauben. Laut einer Studie von Pew Research fiel die Anzahl der erwachsenen Christen zwischen 2008 und 2015 von 78% auf 70%. Forscher vermuten, dass der Rückgang auf politisches Engagement von Religionen zurückzuführen ist. Vor allem die Haltung zum Thema gleichgeschlechtliche Ehe und Abtreibung führt dazu, dass viele junge Leute der Kirche den Rücken zukehren. Das ist die Nummer 6. Amerikaner haben im Gegensatz zu den Briten super Zähne. Seit Jahrzehnten sollen sich die Amerikaner über die angeblich schiefwackeligen Zähne der Briten lustig machen. Auch in einer Simpsons-Episode macht der Zahnarzt dem kleinen Ralph Wiggum Angst, indem er ihm das große Buch des britischen Lächelns öffnet. Dabei zeigt eine aktuelle Studie, dass die Briten gar keine schlechteren Zähne als die Amerikaner haben. Dem durchschnittlichen US-Bürger fehlen 7,31 Zähne, dem durchschnittlichen Briten nur 6,97. Und auch bei den Kleinen sieht es für die Amis nicht besser aus. Laut entsprechender Zahlen der OECD haben in den USA Kinder im Alter von 12 Jahren bereits durchschnittlich 1,3 verfaulte oder fehlende Zähne. Bei den Briten haben die Kinder im gleichen Alter durchschnittlich nur 0,7 beschädigte oder fehlende Zähne. Damit sollte die Zahnrivalität nun endgültig beendet sein.
Nummer 5. Amerikaner sind alle materialistisch. Schon Madonna sang, we all live in a material world. Schon immer werden die USA als das wohl materialistischste Land angesehen. Es geht um Geld, Lifestyle und Luxus. Aber ist das wirklich so? Laut einer Studie von 2013, in der 20 Länder auf der ganzen Welt berücksichtigt wurden, stimmt das nicht. Hier heißt es, dass China auf der Nummer 1 ist. 71% der Chinesen definieren ihren Erfolg durch das, was sie besitzen. Auch kaufen die Chinesen die meisten Luxusartikel, ein Drittel der weltweiten Luxuseinkäufe, um genau zu sein. Nur 21% der US-Bürger hingegen messen ihren Erfolg anhand der Dinge, die sie besitzen. So, entschuldigt mich mal kurz, ich muss mal die Flugdrohne hier zurückholen. Willkommen zur Nummer 4. Frauen kommen nicht weit im US-Militär. Geht es um die Streitkräfte der USA, gibt es viele Gerüchte. Eines davon ist, dass es Frauen in der US-Army ganz schön schwer haben, Karriere zu machen. Ja, das war auch so, aber tatsächlich hob der Kongress schließlich 2015 das Verbot auf, dass Frauen nicht an der vordersten Front kämpfen dürfen. Frauen dürfen seit 1948 dem US-Militär dienen. In diesem Jahr unterzeichnete Präsident Truman den sogenannten Women's Armed Service Integration Act. Seitdem sind Frauen wichtiger Bestandteil sämtlicher Militäreinsätze, nur halt nicht an vorderster Front. Das ist erst seit 2015 machbar. So sind jetzt auch höhere Rangordnungen und Auszeichnungen möglich. Frauen dürfen jetzt auch Panzer fahren, schwere Geschosse abfeuern, boom, und ganze Einheiten delegieren. Zusammengefasst, endlich haben sie die gleichen Karrierechancen wie die Männer. So, nach den Frauen kommen wir zum zweitwichtigsten Thema, Nummer 3. Amerikanisches Bier ist schwach. Die Biere aus den USA haben einen schlechten Ruf. Einige sagen, die meisten schmecken wie Rattenpisse, andere sagen, sie schmecken einfach nur schwach. Doch hat das durchschnittliche amerikanische Bier wirklich weniger Alkohol als die Biere aus Deutschland? Also es ist so, hierzulande wird der Alkoholgehalt in Volumenprozent angegeben. In den USA hingegen geht man nach Gewichtsprozent. Die Biere hierzulande haben so im Durchschnitt zwischen 4 und 6 Volumenprozent Alkohol. Ein amerikanisches Budweiser liegt mit 5 Volumenprozent tatsächlich genau im Durchschnitt. Doch nach der amerikanischen Maßeinheit Gewichtsprozent ist der entsprechende Wert nur 4%, was sich weniger anhört, aber nicht ist. Im Endeffekt kann man sagen, dass sich da im Bereich Alkoholgehalt nicht viel unterscheidet. Soweit die Mathematik. Und was den Geschmack betrifft, da hat ja jeder seinen eigenen. Und es gibt ja neben den bekannten Marken auch tolles Craft-Bier in den USA. Ja, an dieser Stelle sollten eigentlich Bilder von der Brauereibesichtigung kommen. Ja, danke, super. Oh, das ist doch einfach toll, wie die Flaschen hier durchschießen und... ach, einfach wie ein Paradies. Willkommen zur Nummer 2. Die Amerikaner interessieren sich nicht für den Klimawandel. Seit Präsident Trump dem Pariser Übereinkommen des Klimaschutzes den Rücken kehrte, hat sich das Image der Amerikaner bezüglich Klimawandel nochmal verschlechtert. Man könnte meinen, dieses Thema interessiert die US-Bürger nicht. Doch das wäre eine unfaire Unterstellung. Gleich mehrere Studien kamen zu dem Ergebnis, dass die Mehrheit der Menschen dort nicht den Klimawandel leugnen, so wie Trump das tut. 2016 vertreten 70% der US-Bürger die Meinung, dass der Klimawandel stattfindet. Nur 13% sagen, dieser sei nicht real. Auch ist die Mehrheit der Amerikaner der Meinung, dass wir Menschen für den Klimawandel die Verantwortung tragen. Auch du mit der 91, schau mal rüber. Hey! Okay, ja genau, von dir haben wir genug gehört. Und die Nummer 1, die Mehrheit der Amerikaner sind Rassisten. Albert Einstein sagte einmal, dass Rassismus Amerikas schlimmste Krankheit sei. Tatsächlich ist es auch immer noch ein Problem. Viele Kulturen treffen aufeinander und es kommt zu Spannungen. Doch wie ausgeprägt ist Rassismus in den USA? In einer Umfrage von 2016, dem World Values Survey, wurde die soziale Haltung von Menschen verschiedener Länder untersucht. Dabei kam heraus, dass die USA eines der am wenigsten rassistischen Länder der Welt ist. Bei der Studie wurde gefragt, ob man es ablehnen würde, als Nachbar bestimmter Menschen zu wohnen. Dabei stellte sich heraus, dass Jordanien tatsächlich das intoleranteste Land ist. 51,4% der Jordanier lehnen es ab, Menschen einer anderen Herkunft als Nachbarn zu haben. Gleich nach Jordanien kommt Indien mit 43,5%. Doch entgegen aller Vorurteile schließen die USA mit einem erstaunlichen Ergebnis ab. Nur 3,8% der US-Bürger lehnen Nachbarn einer anderen Herkunft ab. Die USA doch nicht so schlimm wie ihr Ruf. Wie ist deine Meinung zum Thema? Und würdest du mal gerne in die USA reisen? Wenn ja, wohin dort? Oder wie wär's mal mit einem Land, von dem du noch nie gehört hast? Ja, dann schau dir doch mal gleich die Episode 10 Länder, von denen du noch nie gehört hast an. Daneben gibt's das Video, die 10 beliebtesten Reiseziele. Viel Spaß beim Ansehen und auf Wiedersehen.